Hey, yo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2 SFO. Yes. So, ich hoffe, alles passt. Sieht aber soweit ganz gut aus. Ich bin kleiner Suchti und krank bin ich auch. Aber das hält mich nicht davon ab, zu versuchen zu kämpfen. So, und jetzt ist halt die Frage: Mache ich diese Schlacht oder nicht? Aber ich glaube, ich mache die. Aber. Ich hole mir ein paar solche Dinger hier. Brauche einfach ein paar Clanratten. Sicher ist sicher, ne? So. Genau. Das finde ich halt interessant, dass die gut gegen Speere sein sollen. Ich weiß nicht, wo das steht, oder das hat nie einer erzählt, nie einer gesagt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist schon sehr seltsam. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe halt, dass ich hier das schaffen kann, weil die sind alle verletzt. Das ist nicht so toll. Muss man mal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Weil die sind schon sehr verletzt teilweise. Ich meine, ich habe die Katapulte und die leveln gut. Sobald die Stufe 7 sind, geht es ja richtig ab, glaube ich. Aber da brauchen sie noch ein bisschen hin. Und ja, ich habe die Clanratten. Es sind noch mit 8 Clanratten mehr, die ich haben kann. Das ist nicht schlecht, aber naja. So. Ich stelle euch mal irgendwie so auf. Genau, dann können die alle dahin schießen, das ist gut. So, die Speere kommen nach außen. Oder halt eher nach außen. Nein, die Clanratten kommen noch raus. Ich mach's immer noch falsch. Die Clanratten sind die, die wirklich wichtig sind. Weil die machen den Damage. Ich glaube, ich habe hier eine. Ne, ich habe keine Clanratte von. Ne, passt, passt, passt. Ist alles nur ein bisschen seltsam, weil ich noch den Quatsch machen wollte. Ja, genau. So. Wir stellen uns wieder anständig auf hier. Genau. So. Und hier haben wir noch einen Magier. Der kann Rüstung töten, das ist sehr gut. 50 Sekunden lang sogar. Und er kann halt. Oh ja, er kann Leute. Ja, okay. Er kann Leute ranholen. Seuchenmönche. Flankieren. Oh ja. Oh ja. Das machen wir. Okay, ich habe noch nicht viele Winde der Magie. Das werde ich vielleicht irgendwann mal casten, aber eher die Seuchenmönche und die Clanratten holen. Clanratten, noch mehr Clanratten, ja, dann geht das. Das passt. Vor allem, ich habe Zeit, weil der Gegner erstmal mit seiner Unterstützung abwarten muss, bis die dran ist. Und bis dahin dürften sich die Winde der Magie aufladen. Auf 50, das ist eigentlich ganz gut. So. Ist das ein Magier? Ich glaube, die Zwerge haben nicht mal Magier. So, was ihr bitte nicht macht, ist auf den Typen schießen. Das ist ja nämlich eine Riesenverschwendung. So, der will da warten, aber ganz im Ernst, dann schiebe ich euch einfach ein bisschen nach vorne. Und fange schon mal an zu feuern. Weil was soll das, ne? Die hätte ich schon viel früher holen können. So. Weil ich glaube, die verlieren kein Leben. Nee, eben, hätte ich früher holen sollen. So. Die Riesenslayer sind nur 40 Leute, auf die müssen wir hier schießen. So. Genau. Die kommen dann noch, der Rest auch. Okay. Warpgrinder ein bisschen dahin. So, jetzt schießt mal.
Und ich könnte tatsächlich sagen, okay, ich hole mir jetzt hier so eine Dingsratte. Und schick die mal nach vorne zum Aufhalten der Feinde. Na? Einfach damit ich hier ein bisschen den Gegner verlangsame. Damit er klumpt und damit die Katapulte mehr Damage drücken können. Genau. So. Er könnte sogar hier casten, aber ich glaube, ich warte noch. Bringt gerade wenig. So. Ich werde schon mal den Flanking vorbereiten hier. Genau. So. Das sind meine Clan-Ratten. Ja, dann geht's nochmal drauf, ne? Schön drauf gehen. So. Gut, dann gehen wir jetzt hier drauf. So. Du musst da mal weg. So. Dann holst du hier irgendwo die Seuchenmönche dazu. Ich warte noch, bis die da sind für den Buff. So, wo kommen sie? Da ist er. Gut. So, schön buffen. Du musstest da mal weg, du bist ein bisschen low. So. Was sind die anderen Clan-Ratten, die ich gerade beschworen habe? So, wo sind die Seuchenmönche? Skaven, yes, yes, genau. Ja, schaut eigentlich ganz okay aus. Das sind meine Warp-Bohrer. Hier habe ich einen. Ah, die sind... Da habe ich... verkackt. Okay. Na gut. Rüstungs-Debuff. Du haust mal ab. Ihr kümmert euch bitte um den. So. Du flankst da bitte rein. Der kann da auch mit flanken. Die anderen haben das. Das passt. Okay. Dann. Nochmal ein paar Clan-Ratten beschwören. Schaden kannst du ja nicht. Gut, gut, gut. So, wo können die Katapulte noch drauf schießen? Nirgends mehr, ne? Irgendwann ist Ende. Ja. Okay. Da hören die jetzt auf. Gehen da noch mit dran. Ist vielleicht nicht das Klügste, aber ganz im Ernst. Es passt schon. Krieg ist ein bisschen in Gefahr. Der Tank kriegt das aber hin. Die Slayer müssen halt weg, ne? Die Riesenslayer, die müssen weg. Das sind die Fiesen, die wirklich weg müssen. So. Oh Gott. Entschuldigung. Ah. Okay. Aber jetzt müsste es passen. Ja, ja, die geben alle auf. So. Den da töten. Und ihr tötet den da. Der Rest hat schon aufgegeben.
Okay. Gut, passt. Müsste ich gewonnen haben jetzt, ne? Der kommt jetzt? Ernsthaft? Hallo. Er darf nicht entkommen. Der darf nicht entkommen. So, ich kann denen natürlich noch die Rüstung wegnehmen. Ganz klar. Den da hinten. Ja, vielleicht schaffen sie es vielleicht nicht. So, jetzt hat er keine Rüstung mehr. Sollte er zumindest nicht mehr haben. Ah ja, ist schon rausgelaufen. Na gut, okay. Whatever. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, die kommen beide weg wahrscheinlich. Wie auch immer die das machen. Aber egal. Trotzdem guter Kampf. Ja, ja. Und die solche Mönche noch irgendeine Aura? Nö. Ich glaube, in SFO verlieren die beschworenen Einheiten kein Leben mehr. Was natürlich ein guter Buff ist, aber ja. Stört mich tatsächlich wenig. So, wir machen hier weiter. Wir versuchen ihn zu töten. Ja gut, ich will jetzt nicht ewig da rumhampeln. Ist halt schwer, ne? Mir fehlt da einfach ein paar starke Einheiten. Aber generell haben wir das gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was für eine Schlacht das war. Wir sind am Plündern, glaube ich. Ne? Wir sind immer noch am Plündern und er ist draufgegangen. Aber ich muss mich jetzt dann langsam echt mal zurückziehen. Das ist wichtig. Zurückziehen. Und heilen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einfach wichtig. So. Geld nehmen wir nicht. Dann nehmen wir jetzt das hier. Weil 200 ist halt nichts. Räuber hat der bekommen. Aha. Ah, schön. We talk instead of fight kill, yes? How can you best serve Clan Mors? Der mag mich. Schutzbündnis. Nö. Wieso mag der mich? Okay. Das sind. Ja. Wie wär's mit einem Nicht-Angriffspakt? Oh wow. Okay. Ja, nee. Ja. Das Ding ist. Das Geld wird. Ja, komm, machen wir mal nicht anders machen. Okay. Schauen wir mal, weil. Ich habe halt Angst, dass die bei mir plündern. Das wäre kacke. Aber dann breche ich den Pakt einfach. Dann ist es mir egal. Ich bin eh Skaven, da spielt das keine Rolle. Ne? Ist einfach so. Ja, geht's weiter, macht's weg hier, tschüss. Okay. Intrige der 13, Sturmratten, irgendwas. So, jetzt schauen wir erstmal. Die wird instant gemacht, die ist zu gut, um sie nicht zu nehmen. Die Intrige. So. Das ist stark. Nehmer, mehr Geld. So. Das ist schon wieder ein bisschen was wert. Ich könnte den töten. Hier sehe ich halt nichts mehr. Ne? Und da drüben auch nicht. Gut. Okay. Skrolk hat einen Häuptling und ist ein Magier. Der hat einen Magier, aber sonst noch nichts. Der bräuchte noch einen Häuptling oder irgendwas. Hat da aber nichts. Geht gerade nichts. Ich kriege aber bald einen Häuptling, oder? Wenn ich hier. Kapazität für Häuptlinge 2. 1, 2, ja genau. Ist aber teuer.
Wäre aber nicht schlecht. Vor allem, man kann ja auch ein paar Sturmratten bauen. Nicht viele, aber eins, zwei Stück wären schon nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal. Die drei werden noch gebaut, die Katapulte werden noch gebaut. Der ist eh fertig. Den töte ich. Tschüss. So. Ja, komm, geh mal da noch mit drauf. Nehmen wir es mit. Rauben sammeln aus. Und dann können wir immer noch versuchen, hier nach Hause zu gehen. Da müsste ja jetzt auch ordentlich was hochgehen. Von 14 auf 2. Ja, schaut's perfekt. So wollte ich das. So ist gut. So, mehr Geld. Der macht... Das da. Obwohl... Das ist auch nicht schlecht. So eine Fähigkeit, ne? Nehmen wir mit. Und der... Warte mal, was macht die Verbesserung? Kostet weniger. Oh ja, das nehmen wir mit, ja. So, bisschen mehr Winde der Magie. Hier kriegen wir jetzt richtig Kohle, ist echt nice. So. Okay, Oh ja. Weil ich sehe hier keine Feinde und nichts. Das heißt, wir gehen hier mal drauf. Nee. Nee, nee, nee. Klar, ich habe hier nur Sklaven-Dingsies, aber... Ich sehe halt nicht, wie das ein Pyrrhus-Sieg sein soll, wo ich viel verliere. Ich meine, der hat Ushabti, aber keine Großbogen, das ist das egal, der hat ein paar Bogenschützen, voll wurscht. Gruftwache, interessiert niemanden. Ja, und einen Reiter oder so. Wow, einen Reiter, voll egal. Ich werde halt gucken, dass ich ihn hier durch die Mitte funnel. Vielleicht stelle ich mich hier oben auf, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Wo ich am besten schießen kann. Ich habe ja 4 Katapulte. Ja. So zum Beispiel. So. Genau, dann haben wir hier Speere, die das so ein bisschen verteidigen sollen. Ein Haufen Clanratten. So. Ein paar Warp-Bohrer und halt noch ein paar Sklaven. So. Ja. Passt. So. Toll, dass du auf die Katapulte auf den. Ja, oh Gott. Okay. So, hier jetzt die Reiter. Und du schaffst die. So, das heißt. Genau. Eigentlich müsste ich ja erst auf die schießen, die nach vorne kommen. Ne? So. Ah, das ist ein sehr dünner, tropfenförmiger Bereich. Hat das jetzt viel Schaden gemacht? Nicht wirklich. Was ein Schwachsinn. Frag mich, warum die so wenig Damage machen, aber... Okay.
is yours, Clan Rats. Gray Seer. Ruination. What, what? So. So, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, passt bisher eigentlich ganz gut. Ja, geht's ja drauf. Ich sehe halt nicht, was ich hier noch bloß zaubern soll. Das ist so. Keine Ahnung. Na gut. Man macht jetzt da noch was. Gut ist. Er will unbedingt zu. Ah ja! Jetzt ist er bei den Katapulten. Okay. Okay, aha. Ganz toll. Ja, das ist ärgerlich, aber da kann ich jetzt herzlich wenig machen. Ja, das ist halt das Ding, wenn man direkt in die Katapulte reingehen kann, ne? Aber so ist es halt. So ist das halt. Naja. Das sind meine Warp-Bohrer. So. Ja, nee, passt schon. Muss ich da draufballern? Eigentlich nicht. Ich muss nur die Führerschaft brechen, damit sie sich auflösen. Schade, dass der keine Buffs hat. Aber so ist es halt. Okay. Also sieht schon ganz gut aus. Nur halt nicht super toll. Also da mitten die Katapulte rein, das tat schon weh. Die sind zerfallen, dann können wir jetzt hier lang gehen. Der König muss da hinten noch sterben. So, wie viele Katapulte haben wir noch? 6. Okay. Naja. So, der König stirbt. Und jetzt sterben die. Oh, schafft die auch endlich. Gut, passt. Wieso sind die denn außer Kontrolle? Das haben wir noch nie gesehen bei Skaven, dass die in Rage geraten. Was für ein Schwachsinn. Okay. Na gut. Okay, wir haben gewonnen. Das heißt, wir können das ausplündern. Plünder, Plünder. Ich mache mal Rollo ein bisschen runter. So. Und sieht man Webcam ein bisschen besser? Passt immer noch. Gut. Schon 20 vor 8.
Und ich nehme jetzt seit knapp einer halben Stunde auf. Das ist echt heftig. Gut, das gab jetzt wieder ein bisschen Nahrung, genau, perfekt. Einen Talisman und ein paar Amulett nehme ich auch. Erfahrung. Gab's Geld? Ja, ein bisschen, ne? So, und ausrauben. Tschüss. It's all my mind. Gut. Let the bell scream, scream. Schön. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen möchte. Ja. Na gut. Wir haben Geld bekommen. Das ist geschenkt. Die Mafia, ja, nee, das geht nicht. Der hat zwar jetzt nur so, aber der kann noch 40, dann wird's eh schon knapp. Dann wird's eh schon knapp. Ich habe doch keine Nahrungsprobleme. Das hier passt eigentlich für mich. Ja, das ist okay. So, hier oben war noch was, ne? Ja, da wollte ich mal bauen, genau. Da wollte ich mal bauen. Obwohl, macht die Eisenmine Geld? Nö, dann braucht man das nicht. Dann machen wir jetzt... Ja, Nahrung habe ich gar keine Probleme. Dann machen wir jetzt das hier. Karak Azul. Wo ist Karak Azul? Schwarzfels. Und... Aha. Karak Azul, das ist nebendran, glaube ich. Genau, Karak Azul. Dingokratz ist noch eins, das passieren könnte. Und Krummzahnfeste. Ja. Und dann haben wir da oben noch Schwarzfels und so. Ich würde trotzdem mal für 2,5 hier so ein kleines Dingens bauen. Das fällt jetzt nicht durch. Ne? Und gut ist. So. Genau. Ja, das passt. Schön. Hillebarden. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich mir die holen möchte. Keep gracious, come away. Rattling-Kanonen sind richtig nice. Die sollte ich mir holen. Für hier. Werde ich wahrscheinlich auch nächste Runde machen. Rattling-Kanonen dazu holen. Ich meine, ich habe die Katapulte, ist gut, aber die sind auch richtig stark. Ja. Mal gucken. Hier weiß ich noch, dass ich die haben wollte. Na? Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten. Wie? Leute, toll. Gute Quest. Schön gemacht. So, hier sehe ich gar nichts mehr. Upsi. Oh. Ah. Mhm. Ja, dann kann ich das nochmal töten. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann ziehe ich mich zurück und plündere wieder. Ich glaube, das mache ich so. Müsste ein guter Plan sein. Sollte. Sollte ein guter Plan sein. Mal schauen. Mal gucken. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Ach, schön. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. Ah, die Krummzahnfeste. Schön. Mit einem Knauf. Aha. Ich habe Warlock-Techniker bekommen. Auch interessant. So, die Red Guards. Klar. Warlock-Techniker. So. Den kenne ich noch gar nicht. Der hat auch ein paar Zauber. Einheitlicher Feuerdrill. Geschosseinheit. Optimized.
Gebäude, Rekrutierung, Architekt. While Defending, Reload Time, While Defending, Forschungsrate, okay. Munition. Das ist gut. Gut, der hat schon magische Angriffe, warum auch immer. Oh, wow, widerlich. Geschossstärke, Geschosseinheiten. Ich weiß halt nicht, ob die Dings dazugehören, die Waffenteams, aber naja. Reichweite. Verdammnisrakete. Aha. Interessant. Mhm. Okay, Oh no, scurry away. Ja, dann. Ich weiß nicht, brauche ich so viele Clanratten mit Speeren? 4 Stück. Jetzt machen wir erstmal. Ach, der braucht noch. Ja, dann warten wir. Wir können wieder plündern. Gibt ja auch wieder Geld. Das ist nicht so gut. Auch nicht gut. Okay. Ja, Warlock-Techniker. Den will ich eigentlich schon da drin haben. Da nehme ich jetzt eine Clanratte raus, oder? Okay. So. Der bekommt ja irgendwann. Ja, no, ja. So. Ja, dann. Ich glaube, ich hau die 2 Clanratten mit Speer raus. Ich meine. Die sind schon gut. Aber brauche ich so viele? Eigentlich nicht. Weil für. Ja, nee. Das ist zu viel. Hauen wir mal eine weg. Ja, den töten wir nochmal. Oh. Hä? Ja, aber das schaffe ich doch. Die sind schon verletzt. Alter. Hochkönigin Kalida, das ist das Ding. Hexattack. It do not work. Na gut, weißt was? Lass mal's. Muss jetzt nicht sein. Muss nicht sein, muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Geh mal irgendwo. Ja, komm. Ziehen wir uns einmal ganz zurück. Ist okay. Sobald Skrolk da ist, können wir da drüben Schaden machen. Unterstädte bauen und. Der Skrolk braucht halt noch ein bisschen. Aber das ist jetzt kein Problem. Okay, gut. Skrolk bekommt noch Clanratten. Hat der Warp-Bohrer bisher noch nicht. Nein. Dann kriegt er jetzt noch 2 Warp-Bohrer obendrauf. Weil ich finde die eigentlich immer ganz gut. Giftwindkugelkrieger, Katapulte, Warp-Bohrer. Die werden getauscht und dann, ja. Er hat nur 2 Katapulte. Das ist ein bisschen wenig. Ah, gucken wir mal. What? So, und der bekommt nächste Runde. Ja. Move. Find Warpstone. Yes, okay. Yes. Ja gut. Passt. Also das Geld schaut nicht super aus, aber es geht, würde ich mal vermuten. Ist das okay?
Ja. Mal schauen, mal schauen. Was mir auch auffällt, ist, ich glaube, als Gaven braucht man gar keine zusammenhängenden Reiche. Clan Septic, ja, will ich jetzt nicht haben. Charakzorn, perfekt. So, das heißt, hier kann das Ding weg. Und hier kann das dann dazu. Das ist sehr schön, weil hier brauche ich es nicht mehr. Da kann ich dann wieder was anderes hinbauen. Das ist gut. So, ja. Genau, du bekommst das Waffenteam irgendwann. Okay. Genau, machen wir das mal so. Genau. Der kann ja noch mal plündern gehen. Genau. So, Krieg. You come before a king. One that has reigned for eons. You disobey. Whatever. Zwerge bauen sich hier wieder auf. Ist aber relativ egal. Ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich hier alles einnehmen möchte. Eigentlich will ich das. Ich meine, Gold. Aber. Ja, ja, der hat hier wahrscheinlich die Goldmine, oder? Ja, ja, ja. Charakzorn wäre sehr viel wert einzunehmen. Ich könnte ja mal mit Skrolk und Quiek plündernd hier runterziehen. Schaut's mal, das gibt so viel Geld. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Dem fehlt noch eine Einheit. Ja, ja, das sind die Rattling-Kanonen, genau. So, und Kommandant Skrolk bekommt das alles. Bekommt noch mal einen Katapult dazu, würde ich sagen. Ja, das ist eine Menge Clanratten, ein paar Warpboarder, ein paar Giftwindkugeln. Dann kriegt er noch einen Katapult. Dauert zwar noch mal zwei Runden, aber schlecht ist es nicht. So. Und Quiek kann schon mal da runter gehen. Ich habe ja auch Blitzschlagen, dann kann ich da durchböllern. Das passt schon. Und ob ich hier irgendwann mal was machen möchte? Hält das ewig? Ist das ewig? Weiß man nicht, ne? Ansturm abwehren. Ja, aber ist nur für die da. Warlords. Upkeep für Warlord. Das ist eine Fähigkeit. Aber ich habe keine Moors-Clan-Ratten mehr und so, ne? Ne, habe ich nicht. Dann bringt mir das ziemlich wenig. Die Warcries gehen immer wieder mal. Ja, muss ich mal gucken. Jetzt gerade nicht, erstmal brauche ich Geld. Aber tatsächlich. Das weiß ich ja nicht. Also. Nee. Nee, nein, nein, das schafft er nicht. Keine Chance. Okay. Was halt nervt, sind die Ushabti. Ich werde deswegen dieses Mal die Katapulte
ein bisschen auseinandersetzen. Sprich, dass ich hier ein Katapult habe, dann hier eins und irgendwie hier so. Einfach, dass sie ein bisschen auseinander sind. Und dann tue ich Clanratten dazwischen. Dass, wenn die Oshabti auftauchen, ich dann relativ zügig agieren kann. So. Dann haben wir hier irgendwo was und hier ein bisschen was. Da ein bisschen was. Die Warp-Border kommen so ein bisschen dahinter. So. Genau. So, und gut ist. Ah ja, hat ja sehr viel Schaden gemacht. So. Okay. Gut. Passt. Sollte passen. Ein bisschen drehen. Gut ist. Haben meine Katapulte mehr Reichweite als seine? Nö, ne? 400 gegenüber. Ja, doch ein bisschen. Perfekt. Da fliegen schreiende Schädel. So, ich buffe euch auch gerne, macht's dann mal kaputt. Na los. Naja. Alles nicht so schlimm. Ich lenke den Gegner da ab. Die werden sich sammeln. Und gut. Oh ne, sie verschwinden komplett. Okay, na gut. Ja, aber der hat hier gerade keine mehr. Sind die alle kaputt gegangen? Ah, super! Haben sie ja auch gemacht, was sie machen sollten. Perfekt. So. Hallöchen. Bleibt's doch hier mal stehen. Ah ja, Grabjäger. Die können wir natürlich angehen. Keine Frage. Ah ja. So. Aha. Haben die gute Rüstung? Oh ja. Ja. Aber die nicht zwingend, oder? Naja. Wow, schöner Schaden. Das ist guter Schaden gewesen. Ja. Gut, die kann man töten. Müde sind sie. Okay. Bisschen buffen. Ah ja, aha. Ja, macht ein bisschen Schaden, schlecht war es nicht. So. Ja, lass die mal in Ruhe. Geht's lieber auf die da.
Gut, jetzt muss ich da doch mal drauf gehen, sonst kriege ich den nicht mehr weg. Ah, jetzt macht es auf einmal doch, okay. Na gut. Aber das ist okay, dafür habe ich ja die kleinen Ratten da gehabt, ne? Genau für den Fall habe ich sie da gehabt. So. So. So, die Schab, die wird besiegen. So, die Warp-Bohrer. Die hätte ich schon längst mal benutzen müssen. Die anderen sind weg oder tot. Das ist natürlich schlecht. Das hilft dort wenig. Die müssen wir noch töten. Das ist schon bedauerlich, ne? Da kommen noch mehr Ritter. Aha. Okay. Gut, das ist tot. Hochkönigin Kalida. Ja, die ist halt wirklich stark. Aber wenn da nichts mehr ist, ist ja die Frage, wann die Amylas Penalty reingeht. Die hauen ab. Ja, die zerfallen doch, oder? Ja, aber sehr langsam. Oh Mann, ey. Okay. Na, krass, krass. Die ist da wirklich stark dabei. Heftig. So, die Katapulte bringen jetzt herzlich wenig. Müssen wir mal gucken, ob die sich nochmal sammeln. Weil wenn wir alles andere kaputt machen... Das sieht echt so aus, als würde ich das noch verlieren. Ne? Wow. Weil alle abhauen, das ist nicht gut. Ja, hört auf zu retreaten. Bitte. Töten, töten, töten. Alter, die schafft das. Weißt du, ja, vielleicht. Vielleicht sammeln sich alle nochmal. Das wäre natürlich cool. Ne, die hauen ab. Der ist da. Ja, aber die macht die kaputt, ne? Kann die das wirklich alleine schaffen? Das wäre schon krass. Die hauen alle ab. Krass! Wow! Okay, okay! Kalida ist zu stark gewesen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Stark. Ja, Führerschaft ist wichtig. Führerschaft ist sehr wichtig. Hä? Dass die Full Life sind, wundert mich auch. Ich habe alles getötet eigentlich, aber... Hm, okay. Gut, ist ja auch keine starke Armee. Ne? Ist es nicht. Naja, okay. Das passiert. Plündert jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, Quiek kann das hier unten alleine machen und mit Skrolk und Dings gehe ich dann rüber. Na. Ja. Genau, ich gehe dann rüber mit Skrolk und Dings. Ich hole mir Lamia auf Stufe 4 oder so. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und nach unten hin baue ich dann wahrscheinlich wieder die Unterstädte. Mal gucken. Mal schauen. Alles nicht so einfach. So. Ah ja, aha. Okay, Garrot hat einen negativen Trade erhalten. Auch interessant. Ist die Frage, ob ich die Kalida jetzt töten kann oder nicht.
Quark! Ja, die wird ja abhauen. So, ich brauche jetzt erstmal die Rattling-Dingsies. Tschüss. So. Du Manga. Ich würde es gern versuchen, die zu töten. Tschüss. Okay. Gut. Geh mal heim. So. Und bauen geht hier nicht. Können wir dem irgendwas geben, was gut wäre? Eschentriaden. Dem ist ein Katapult kaputt gegangen. Da schauen. Okay. Gut, Krieg, du kannst da ja weitergehen. Na? Genau. So, ein bisschen Blitzschlag. Ich glaube, ich mache das solo, manuell. Sicher ist sicher. Ich will vor allem mal wissen, wie gut diese Rattling-Kanonen sind. Die haben nicht viel Reichweite. Ich glaube, die Jazails sind stärker. Glaube ich wirklich. Ich glaube, die Jazails sind sehr viel stärker als die Rattling-Guns. Oder Cannons. Aber mal schauen, mal schauen. Ja, ich plündere mich jetzt einmal unten durch. Und dann gucken wir mal. Ja, die haben nicht viel. Ja gut, der Techniker ist natürlich auch einer, der Magie benutzt. Das ist doof. Aber gut, es sind Möglichkeiten, mal gucken. Der hat ja auch... Ah, schaut's mal, der kann sogar schießen. Ja, dann ist er gar nicht so schlecht. Okay. So, die Warp-Bohrer. Habe ich jetzt überhaupt noch Speerträger hier? Nö, ne? Gar keine mehr. Öh. Ich habe nicht mehr so viele Ratten, ne? Das merkt ihr jetzt auch. So, was sind die jetzt? Okay. Na ja, gut. Schauen wir mal. So. Also ich würde jetzt tatsächlich mal das Feuer aufteilen. So. So. Okay, wenn der dann nur noch rumsteht, ja, das ist ja egal. Okay. Naja, ob sich das Aufteilen so gelohnt hat, ich weiß ja nicht. So, Rattling-Kanonen machen Damage. So, die Frage, wie viel? Oh, wow. Die gehen ja instant kaputt. Wow. Huh.
Ja, Katapultfeuer brauche ich jetzt hier nicht mehr. Rattling-Kanon. Also, viel Schaden haben sie jetzt nicht gemacht. Der nimmt ja gar keinen Damage. Sehr seltsam. Schau mal, ob du da besseren Schaden machen kannst. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr komisch. So, wie gut sind die jetzt gegen die da? Naja, okay. Geht schon, ne? Ja gut, das Unterdrücken ist natürlich nett. Aber, Übrigens, ihr könntet alle da mal drauf schießen. Okay, den töten. So, alle Katapulte böllern da drauf. Bei Krieg ist das egal. So. Schießen die jetzt. Ja, jetzt schießen sie. Jetzt machen sie auch ein bisschen Damage hier. Gut. Man könnte jetzt alle den Helden da töten. Wo ist meine Warp-Bohrer? Macht's mal Schaden. Habe ich noch einen? Ja. Noch mehr Damage. Töten, töten, töten. Damit der endlich mal wegstirbt. Hier so ein Buff drauf. Upsi. Na gut, da ist. Alles sehr seltsam. Okay. Naja. Knappe Schlacht teilweise wieder. Aber geht schon. So, der stirbt jetzt bitte noch. Ja, die Rattlings und. Okay, also die Rattling-Kanonen haben mich jetzt noch nicht so überzeugt. Ich glaube, sie sind nicht schlecht, aber ob sie gut sind, boah, schwer zu sagen. Wow, die haben richtig performt hier, die. Krass, Mann. Ja, tough. Nicht schlecht. Ich glaube, die Chassails sind mit am besten. Ein paar Dingschredder. Oder Todesdings-Räder. So, wir können es natürlich wieder ausrauben. Chazales, da sind sie. Da sind die Chazales. Die will ich haben. Aber ich muss ja erst hier weiter, ne? So. Ah ja, tschüss. Time for things to die, die. Okay, gut. Fight me, fight quick. So, Bewegungsreichweite, Überfälle sind auch sehr stark. Ich werde am Ende eh alles davon haben. Na, klar. Mal schauen. So, wie geht's weiter? Führerschaft, das ist wichtig.
Unterhalt für Clanrat. So viele habe ich gar nicht mehr. So. Dann der Warp-Tor. So, Nachladedingens und Munition. Das würde ich gern. Moment. Die haben jetzt 23 Munition und die haben 35. Okay. Okay. Auf jeden Fall dann. Gut, gut. Mehr Plündergeld. Häuptling. Kampftraining könnte man nehmen. Und das da. Kann der noch irgendwas nehmen? Poison After. Ja, nein. Okay. Der ist bald fertig. Dem. Achso, der ist schon gelaufen. Na gut. Rattenoger sind auch nicht schlecht. Sturmratten. Eschentrian. Der hat halt hier diese Sklaven. Die müsste ich alle mal raushauen. Diese fünf Sklaven bringen herzlich wenig. Aber erst nächste Runde. Ich habe jetzt aktuell sehr wenig Geld. Ich muss unbedingt mehr plündern. Mehr Unterstädte bauen. Du willst Frieden mit mir. Weißt du was? Nö. Nö, ich renn dich gleich kaputt. Sind richtig gut. Wird auch so langsam zu laufen. So. Okay, Schwert des Kane wurde beansprucht. Egal. So, also die Sklavendinger würde ich jetzt alle mal weghauen. So. Und stattdessen. Ah ja. Bekommt er ein paar Sturmratten. Ein Katapult noch dazu. Und vielleicht noch ein paar Sturmratten mit Hellebarden. Die sind ja alle nicht schlecht. Nur das sind jetzt keine Superratten, aber das geht schon. Hier, glaube ich, stehe ich soweit safe genug. Ich meine, ich habe 3 Katapulte, ich habe ein paar Todeswindgrenadiere und ein paar Giftkugeldingsies. Die machen halt Schaden, schöner Splash, bum bum. So, von hinten habe ich Clanratten und sowas hier. Kommandant Kroll, Warp Border, ich glaube, das ist eine solide Armee. So, los geht's. So, in Liber Bubonicus. Genau. Den kann man noch mal töten. Das ist free. So. Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich nicht das hier abreißen soll. Weil ich kann das alles abreißen. Das gibt noch mal richtig Kohle. Und dann nehme ich das ein. Versteht ihr? Dass ich hier das langsam jetzt... Aber ich will die Zwerge, glaube ich, noch ein bisschen farmen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich möchte noch ein bisschen farmen. So. Und plündern. Genau. Ich brauche Kohle. Ich habe gerade so Kohleprobleme. Hier fehlt mir noch eine Einheit. Aha. Katapult, bum bum bum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder machen wir noch eine Clanratte dazu, oder? Mit Speer und Schild? Ja. Wieso nicht? Das passt. Gut. Prepare, unleash boxes. Gut. Weiter geht's. Bumm. Dann. Was wollen wir noch haben?
Das macht ihn halt ein bisschen stärker, den Seuchenpriester. Seuchenpriester ist ein Kämpfer, auch interessant. Hm. So, Mobilität steigern, das wäre wichtig. Ja. Genau. Damit der ein bisschen weiter kann. Bauen kann ich sonst nichts. Das ist ein bisschen doof, weil ich habe hier oben, glaube ich, noch Städte, die ich gerade nicht ausbauen kann. Ja. Ich mache schon gut Geld durchs Tiefenreich, aber es reicht einfach vor und hinten nicht. Auch hier. Ich muss das alles mal ausbauen. Es müsste mein Ziel sein, demnächst groß plündern, groß die Tiefenreiche ausbauen. Sollte ich echt mal machen. So, schon wieder 8.21 Uhr. Ja, um 9:30 Uhr muss ich mich langsam fertig machen für die Arbeit. Die wird halt ein bisschen anstrengend, aber nicht nervig, ich glaube nicht. Ich muss nur eine ganze Menge Töpfe von drei Paletten auf zwei verpacken und das war's. Und dann halt gucken, was noch drin ist. So, Karak 8 Gipfel. Oh. Sie wurde entdeckt. Okay, dann machen wir hier jetzt mal kaputt. Okay. Ja, Charaktere, Gebäude. Mhm. Schauen wir mal. Weil das brauche ich gar nicht mehr. Den Scheiß. Nahrung, ja, ist wichtig, aber whatever. Ist halt gerade so, ne? Ausbauen kann ich es nicht. Schade. Müssen wir hier warten. Das Geld lassen wir mal. Schauen wir doch einfach, was passiert. So. Wir gehen weiter. Plündern. Gibt leider nicht viel Geld, aber... So, das ist nicht viel wert, aber das ist viel wert. 8000 ist das wert. Wow. So, ich habe natürlich Katapulte, mit denen ich ordentlich Schaden machen kann. Und das Tolle ist, passt auf, jetzt kommt der Trick der Tricks. Das ist der Ultra-Trick, der Todestrick. Das wird jetzt heftig. Weil, man kann ja so rumschießen ein bisschen. Und ich kann... Ja, ihr werdet das gleich sehen. Entweder ich gewinne, dann egal. Oder ich gewinne nicht. Aber dann wird gecheased. So. Jetzt passt mal auf. So. Aha. So. Ja. Genau. So. Erstmal machen wir die Türme kaputt. Oh, er hat Kanonen. Okay, er hat Kanonen. Das ist gefährlich. Die müssen weg. Die Kanonen müssen weg. So. Ihr sollt da natürlich angreifen. So, bitte die Kanonen töten, die Groll schleudern, ja, alles weg. Okay, warum schießen die Katapulte nicht auf die Tor? Hört auf, euch zu bewegen. Hört auf, zu bewegen. Was soll denn das? Wieso könnt ihr da nicht drauf schießen? Auf den könnt ihr schießen, oder wie? Aha. Okay, alles ganz seltsam. Hier ist irgendwas verbuggt. Ich weiß nur nicht was. Wo sind die Grollschleudern hin? Weg. Aha. Play for a catapult.
Okay, also das ist jetzt alles echt seltsam. Weil normalerweise sollte man hier richtigen Schaden böllern können. Aber na gut. So, schieß doch einfach mal bitte. So, das hat schönen Schaden gemacht. Aufs nächste Ding ins Feuern. So. Okay, der Turm nimmt ein bisschen Schaden. Sehr schön. Ich finde es halt erstaunlich, dass ich hier nicht direkt angreifen kann, den Turm. Das ist irgendwie buggy. Sehr buggy, aber okay. Schießt er noch darüber. So. Genau. Ich glaube, die sollten eher mal darüber gehen. Gut, solange ich Munition habe, kann ich sie belagern. Das heißt, ich kann da schießen, 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 schießen. Was einfach mega stark ist. Und er kann halt nichts dagegen machen, weil er hat nichts mehr. Die Grollschleudern sind weg und die Kanone auch. Also, tschüss. So, er haut ab. Dann schießt man auf die. Wieso fahrt ihr wieder? Ist jetzt nicht so toll. Hallo, what the heck? Ihr sollt doch nicht in die Reichweite der Türme gehen. Was soll denn der Schwachsinn? Sobald ich da angreifen sag, schießt er nicht mehr. Das ist sehr seltsam. Aha. Okay, das war sehr teuer. Zwei Katapulte wurden zerstört. Doof, aber na gut. Ätzend. So, ihr schießt, ihr schießt, ihr schießt, ihr schießt. Schön schießen. So, noch ein Turm kaputt. Geht doch. Weiterschießen. Ich böller halt jetzt hier einfach alles kaputt, ne? Einfach alles kaputt böllern und gut ist. Genau. Den Turm können wir vielleicht auch noch töten, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und er kann halt nichts dagegen machen. Er kassiert halt einfach, ne? So, über die Mauer böllern können wir auch. Sehr schön. Oh, sehr schön. Ja, läuft doch, läuft doch. So. Die können wir auch noch angreifen. Ziemlich easy. So, schießen wir mal darüber. Genau. So, er versteckt sich. Und ich mache halt Schaden, Schaden, Schaden. Ne? Solange ich hier Munition habe, kann ich hier böllern. Und das ist schon sehr stark. Ich muss nur aufpassen, dass die Katapulte sich nicht wieder irgendwie blöd bewegen. Das ist halt wirklich Schwachsinn. Hier, die bewegen sich schon wieder. Nee, 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 nicht bewegen. Dumme Katapulte. Dumme, dumme Katapulte. Leider kann ich nicht sagen, schießt sonst wohin, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Na dann, da soll's er hinschießen. Ohne euch groß zu bewegen, bitte. Genau.
So. Den Turm hat er jetzt aufgegeben. Da kann man noch schießen. Hoffentlich ohne viel bewegen. Danke. So. Wenn ich den Turm wegbekommen würde, wäre das halt echt gut. Ist aber unwahrscheinlich, ne? Okay, so. Die haben jetzt die ganze Munition aufgebraucht. Schauen wir mal. Mit ein bisschen Glück kann ich da hinten drauf schießen. Ja, viel Schaden macht es nicht. Wir treffen da nichts. Okay. So. Ich habe ja jetzt hier ganz viel Damage geböllert. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, ich könnte mich jetzt zurückziehen. Dann verliere ich zwar, aber hier ist alles verletzt und kaputt. Und wenn ich wieder angreife, haben die wieder volle Munition. Dann kann ich das Ganze nochmal machen. Das ist halt das krasse Ding dahinter. Oder ich versuche halt die jetzt anzugreifen und denke mir, okay, ich stürme den Laden. Weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Mit dem Kram, den ich hier habe. Ich glaube aber, ich würde es zumindest mal versuchen. Zumindest mal versuchen würde ich es. Aber macht ja schon echt viel Schaden, ne? So. Genau. Gut. Hoch da. Hoch da. Hoch da. Die gehen dahin. So, dann können wir jetzt hier ein bisschen stressen. So, einfach ein bisschen stressen. Ein bisschen Schaden machen und gut ist. Weil ganz schlecht sind die Clanratten ja nicht. Sie sind jetzt nicht super allein, aber es geht schon. So, wenn ich es schaffe, hier die Mauern einzunehmen, dann stehe ich da ja auch schon mal ganz gut da. Ja, der ist ganz schön schnell hochgekommen. So. Dann kann er jetzt hier Schaden machen, die ganzen Armbrustschützen angreifen. Genau wie Quiek. Genau. Die sind halt erschöpft, wenn sie hochkommen, aber das ist halt so. So. Noch mehr Clanratten, die jetzt von hinten schön Stress schieben, die Rettingkanonen böllern rein. Machen hier oben irgendwie Schaden. Nicht viel, aber ein bisschen. Sie schießen halt rum, ne? Die versuchen wenigstens Schaden zu machen. Und das ist auch nett. So. Der Turm müsste bald mir gehören. So, dann hört er jetzt nämlich auch auf zu feuern. Auf meine schönen Rattling-Kanonen. Hallo. Sterben da halt komplett, ne? Ist nicht gut. Das ist ätzend. Wow. Also für die Rattling-Kanonen war es sehr teuer. Aber na gut.
So, und ich möchte natürlich dahin kommen, ne? Ist klar. So. Genau. Die machen richtig guten Schaden. So. Ich würde mir diese Leute gerne mal anschauen. Ah ja, die schauen schon ziemlich böse aus, diese Red Guards. Ob die gut gegen Zwerge sind, weiß ich aber nicht. Boah, die Zwerge haben hier schon krasse Äxte, ne? Ah, wird ziemlich geböllert. Ziemlich drauf geknackt. Ja, aber die machen das. Sieht klar. Und dann... So, ich möchte natürlich die Wehrstadt nach Möglichkeit einnehmen. So. Was sind das für Leute? Achso, Warlock, Techniker und Dinger. Okay, aha. Clanranden. Okay, auch interessant. Ach, auf der Mauer darf ich nicht. Sind die jetzt gebufft? Nö. Aha, cool. Buff verkackt. Na gut. Naja, nee. Ich will zu der Wehrstadt und die einnehmen. So. Schön umzingeln. Genau, schön umzingeln. Wehrstadt einnehmen. So, die Dings habe ich jetzt gar nicht benutzt. Hier die Mönche und schlag mich tot. Wo ist denn der? Da unten. Mach da doch mal. Und die könnte natürlich auch extrem gut helfen. Krieg ist ein bisschen sehr low. Dann müsste da mal auf Seite gehen. Aber die Wehrstadt gehört bald mir, oder? Ich nehme die schon ein. So, siegt er oder nicht? Ja, siegt leicht. Passt. Gleich gehört die Wehrstadt mir und dann war's das. So. Fertig. Eingenommen. Ja, war tough. Ich hätte nochmal zurückziehen können, aber das muss echt nicht sein. Das geht so schon. Genau. Ich bin halt wirklich am Überlegen, ob ich mir jetzt dieses Land nicht holen soll. Ich hätte Bock drauf. Aber ich gehe erst runter. Nach Karak schlag mich tot, wo ich bisher wenig gebaut habe. Und nehme das zuerst ein. Dann plündere ich die anderen, bis ich genug Nahrung habe und dann geht's weiter. So. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt bis dahin. Plünderstellung. Ja. Weil hier haben wir herzlich wenig. Ich werde jetzt hier auch nicht groß viel bauen. Ich meine, ich könnte sowas hier bauen. Ja. Na, es sind kleine Boni. Einfach damit, wenn ich es belagere, mich leichter tue. Das lasse ich, wie es ist. Ja. Genau. Und ich hole mir dann erst Karak Zorn auf Stufe 3 oder 4, je nachdem, was ich machen kann.
Und danach Stück für Stück die hier. Da reiße ich hier dann alles ab. Und dann werden die Plünder besetzt auf Stufe 3, sobald ich die Nahrung habe. Ich glaube, das ist relativ gut. So. Und mit dem Geld, was ich jetzt bekommen habe, kann ich endlich bauen. Das heißt, ich kann hier einen Tunnel bauen. Ich kann das da bauen. Das passt schon. Geld 300, ja. Das haben wir schon. Das Nahrungsteil ist nie schlecht. So. Genau, das reiße ich ab. Die Krummzahnfeste, die braucht halt noch ein bisschen. Ist aber egal. Gut. Fresh Meat. Bam. Das ist gut. Und das will ich auch haben. Schadet nie. Dann. Mach mal Power Sap. Obwohl, wir können Verdorren noch hochbringen. Genau. Geschossstärke. Oh, warte, was sitzen hier noch? Reichweite, Abkühlzeit auf alle Zauber. Aber das ist gut. Ich meine, das beißt sich ein bisschen, aber es ist halt wirklich gut. Ja, ich habe hier so viele Waffenteams. Ich nehme das alles. Ja, der solche Priester kommt damit schon klar. Ist nicht optimal. Vielleicht tue ich ihn auch dann irgendwo anders. Mal schauen. So, was haben wir noch? Todeswindkugelmörser. Klingt auch heftig. So, die Chisels. Die Mörser haben auch krass lange Reichweite. Seuchenschleuderer der Seuchenmönche. Die sind auch nicht schlecht. Glaskanone aber, naja. Wir bekommen noch Warblitzkanonen. Die sind auch ziemlich mächtig. Mutantenrattenoger, Dingschredder, okay. Monster und nochmal Kader des Todes. Oh, auch nochmal. Oh. Da gibt es noch ein paar sehr interessante Dinge. So. Du kannst ja mal ein bisschen weiter. Achso, du bist schon so weit. Ah. Ja, dann bleibst du da einfach stehen. Das passt. Gut. Ich würde sagen, das passt schon. Jetzt haben wir fast 9 Uhr. Unglaublich. Krass. Den ganzen Vormittag wieder nur gezockt hier. Aber so langsam machen mir die Skaven schon Spaß. Ist schon interessant. Wahrscheinlich jeder, der Skaven maint, wird sich denken, oh mein Gott, was spielt der für einen Scheißzahn? Aber sagt mir gerne mal, was ich hier... Ah, jetzt haben sie es zerstört. Schade. Was ich besser machen könnte. Nice. Das ist schade. Das war nämlich auch teuer. Aber okay, ist ja nicht weiter tragisch. Genau, weil hier habe ich so ein Ding, irgendwann wird das wieder gebaut werden. Dauert halt ein bisschen. Ist okay. So, Quick. Quick läuft weiter. geht da viel kaputt? Nee. 33 verloren. Make Quick Rich, ja. Dann gehen wir weiter. Und plündern wieder. Normalerweise sollte man sich ja auf Hinterhalt befinden, aber ich plündere jetzt halt einfach. Aber ein bisschen näher kann ich noch, oder? Nee. So, plündern. So, Skrolk und Garrot, die sind ready. Das heißt, der geht dahin. Okay. Plündert. Plündert jetzt beide. Lol. Aha. 3000 ist das da unten wert. Ich will aber erst hoch zu Lamia. Er hat hier ja gerade keine Truppen und nichts, deswegen kann ich ja doppelt plündern und gut ist. Ich glaube, das passt. Ja, kann der noch ein bisschen weiterlaufen? Nicht viel. Ein bisschen. Okay. Krieg ist auch fertig. So.
So langsam müsste ich mal den roten Weg gehen. Ich könnte auch hier den Weg noch gehen, aber... Das Ding ist, den roten Weg gehe ich meistens am Schluss. Weil ich dann erst weiß, wie die Endarmee ausschaut. Davor ist es halt immer so, keine Ahnung. Könnte so oder so sein. So, Intrige, nö, brauche ich nicht. Nahrung passt. Geld, ja. Ja, also das hat schon gut Geld gemacht. Dass das jetzt kaputt gemacht wurde, ist natürlich bedauerlich. Grundzahnfeste. Ja, kann man sich holen. Hier brauche ich halt noch die Tunnel und das Nahrungsding. Aber ich habe gerade kein Geld. Meine Armeen sind zu teuer. Das Plündern bringt nicht genug. Aber das wird schon noch. Alter, dieser Seuchengesang, ne, ist echt schlimm. Da kriegst du halt richtig... Also mir wird da richtig unwohl, wenn ich das höre. Ich denke, boah, ne. Ne, ne, einfach nur ne. Klar, einen Vulkan brauche ich nicht. Untergang läuft ab. Ich könnte mir einen neuen Untergang holen. Mache ich auch. Weil, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Vielleicht zur Schwarzen Pyramide. Khemri könnte sehr stark sein. Oh ja, geh mal zu Khemri. Khemri ist gut. Ja, geh mal da. So. Ich weiß nicht, ob ich solche will. Ist nicht schlecht, aber... brauche ich eigentlich jetzt nicht. So. Gehen wir jetzt hier hin. Du gehst dahin. So. Kaputt machen. Kostet nicht viel. Plündern. So. Und dann können wir da gleich mal eine Unterstadt drauf bauen. So. Und dann plündern wir wieder. Genau. So. Hier haben wir zumindest schon ein Tiefenreich. Wir machen damit nicht viel, aber hey, haben oder nicht haben. So. Du gehst zu Khemri. Prozent, sehr schön. So. Quick Pause. Das ist stark. Gut, ich könnte hier jetzt angreifen. Mache ich auch. Schön angreifen. Alles kaputt machen. Ja, nein. Ist mir zu riskant. Am Ende stirbt Creek noch, weil der ist sehr low. Das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Nee, nee. Die haben auch Katapulte. Aber die machen wir kaputt. Goblin Steinschleuder. Schauen wir mal. Sollte eine leichte Schlacht werden, aber ich will es halt jetzt mit Quiek nicht riskieren. Okay. Gut. Die gehen da lang. Die gehen da lang. Die kommen dann von der Seite. Die haben wir hier noch. Der steht da noch und die stehen da drüben. Und Quiek steht da. So. Genau. Katapulte kaputt machen. Obwohl, eigentlich braucht es das nicht. Macht's hier so. Weil die Katapulte, da kümmern sich die drum. Spickerschützen töten.
Draufbuffen. Oh wow. Ja, das ist komplette Zerberstung. Wollt ihr nicht schießen? Ihr solltet schießen. Wow. Okay, die Goblins haben jetzt schon die Schnauze voll. Cool. Ja, sieht nach Sieg aus, oder? Gibt er doch nicht auf am Ende. Lil. Naja, sollte jetzt passen. Oder? Also, geht doch. Okay. War ein bisschen teuer für die Rattling-Kanonen. Die Chisels brauche ich noch. Ist halt die Frage, wann sind zu viele Waffenteams zu viel? Also, wie viele sind zu viel? Weil ich habe jetzt schon 5 Stück. Ich glaube, bei 6 bis 8 ist echt Ende. Weil viel mehr... Ich werde mir noch die Chassails holen, weil die sind richtig nice. Vielleicht werde ich irgendwann die Katapulte austauschen. Aber die sind eigentlich schon echt gut. Ich mag die. Nur später kämpft man nicht mehr gegen so viele krasse Truppen, sondern eher gegen Single-Entity-Units. Gralsritter oder so, die halt nur 9 Truppen haben oder so, statt 120. Ja, sowas dann. So. Und ich würde das mal sagen, ich mache das jetzt mal so und warte da einfach. Ne, wir belagern jetzt Stück für Stück. Der wird jetzt belagert. So. Genau. Gut. Gelb holen wir uns auch. Das ist nicht schlecht. Ah, da ist noch was. Noch eins. Oh! Rattenmut. Nehmen wir jetzt einfach mal mit die Fähigkeit. Geschwindigkeit ist nie schlecht. So. Was haben wir hier noch? Pestodem. Bote des Verfalls. Beziehung mit Skaven. Das sieht gut aus. Fresh Meat. Das nehmen wir mit. Stinks like a grazier. So. Okay, gut. Ja, ich könnte ja mal die Diplomatie. Who disturbs my slumber? Who dares wake a tomb king? Ich habe mir nur was kein aber ich handel. Diese 40 Handel, 50, es ist so egal. Was bringt mir das bisschen Gehandle da? Gar nichts. Totaler Schwachsinn. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es macht alles keinen Sinn. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung. Nicht Lamia. Wie heißt denn das da? Oh, Clan Ashen angetroffen. Konföderation. Ah ja.
komm, mach. So. Okay. Gut. Unterstadt in Eisenfelsen. Auch interessant. Plündert Charakzorn. Es wird schwierig, weil ich das gerade belagere. 2000 wäre nice, aber das geht gerade nicht. Läuft der noch? So. Gut, dann gehen wir weiter. Ich sehe halt echt keine Feinde, ne? Good God, Raid. Alles kein Problem. A bold move. So. Raid, ah ja, gut, save. Gut, gut. Das machen wir. Doppelplündern. Der, boah. Ne. Führerschaft beim Belagern. Das ist nicht schlecht. Schattenläufer habe ich nicht. Aktuell. Auch wenn die echt gut sind, aber ich habe sie gerade nicht. Ja, und Nahrung eher nicht. Siedlungsunterhalt Tiefenreich minus 16. Plündern Tiefenreich 8. Ja, ja, wenn ich nicht plündere und ich kämpfe, ist Nahrung echt gefährlich, ne? Ich meine, ich kann das Plündern selber machen. Das geht. Ich kann mich selbst plündern später. Okay. Was möchtest du? Für 300? Okay. Für 600 kriegst du das. Dann darf er durch. Clan Ashen ist okay. Er plündert mich? Aha. Kommt denn da eine Armee hin? Wahrscheinlich von unten. Muss ich mir anschauen? Ja, nervt nicht. So, wie lange haben wir noch? Jetzt haben wir 9 Uhr. Kills Krieg. Gut, von mir aus. Ja. Wer plündert da? Ich würde schon gern gucken, ob da oben was ist. Run, fools, fools. Da ist nichts. Doch, das ist Lamia. Khemri war das andere. Raid, Hunt Warpstone. Run, scurry, do not stop. Okay. Lauft ihr mal durch. Weil Skroll kann die Armee schaffen. Da bin ich mir sicher. Das müsste gehen. Okay. Ja, hier schaut alles noch doof aus. Ja. Entscheidender Sieg. Okay. Hat der Kanonen? Nö. Boah. Soll ich die Belagerung jetzt noch solo machen? Ich würde schon sagen. Kill, slay, maim. Ich meine. I will not disgrace my ancestors. Also ich bin gerade knapp bei Kass, deswegen würde ich jetzt noch eine Runde warten, bevor ich das einnehme. Dann habe ich auch ein paar Rammen und so. Nicht, dass ich sie brauchen würde, aber ja. Okay. Genau, der läuft weiter. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Ich habe keine Ahnung, es ist...
schwierig. Oh, Wasser des ewigen Lebens. Das sieht auch stark aus. Oh, Tic-Tac-Toe. Mit dem bin ich im Krieg. Dass der jetzt bei mir vorbeikommt. Treaty deal, you sick, sick. Nicht Angriffspakt. Aha. Du wolltest einen Nicht-Angriffspakt. Man zahlt auch dafür. So. Gut, dann kämpfen wir nicht gegeneinander. Ist okay. Oh, jetzt haut er ab. Da kommt eine Armee. Die kann mir nicht gefährlich werden alleine. Zusammen schon. Unterstadt zerstört. Berg Arachnos. Ah! Alter, die haben. Boah, das tat weh. Das tat sehr weh. Bah! Die Toon Kings haben das einfach niedergerissen. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aua. Ja gut, dann. Dann würde ich jetzt aber das hier alles abreißen. Weil das tut weh, das muss nicht sein. Knapper Sieg wird's auf einmal. Na gut, Leute, ich muss auf Toilette. Könnte ich jetzt wieder eine Pause machen. Aber wir haben 9 Uhr. Ich glaube, ich mache jetzt einfach Ende. Ja, ich speichere es hier genau hier ab. Moment. Hexattack. Oh wow. Aha. Okay, das muss ich cheesen. Das wird nicht anders gehen. Das muss ich cheesen. Okay. Und hier. Boah. Move, Hassan! Okay. Das muss ich cheesen. Okay, und da müsste ich mal gucken, ob ich irgendwelche Fähigkeiten benutze. Aber ich mache jetzt hier erstmal Ende. Das reicht für jetzt. Später gibt es wahrscheinlich wieder was. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch... Oh, mein Geld, Alter. Ja, tat weh. Jetzt wird's eklig. Jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich das hinkriege. Jetzt wird's schwierig. Aber okay, Dinge für den Zukunfts-Alex. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.